Hallo und herzlich willkommen bei Fishing Planet. Heute sind wir in Michigan und wollen den letzten neuen Fisch seit dem Update fangen. Das ist der einzigartige blaue Katzenwels. Hier ist er schon mal. So sieht er aus. Der wird so bis zu 40 Kilo schwer. Hier haben wir jetzt ein Exemplar von 26 Kilo. Vielleicht wird er sogar noch was schwerer, aber bis jetzt sind nur, ich glaube, 39 Kilo war der schwerste, der gefangen worden ist. So, dann zeige ich euch mal die Ausrüstung. Dann nehmen wir wieder die vom DLC, die 15,5 Kilo, die 13 Kilo Rolle. Da kann man auch die Brutus nehmen. Ein 2-0er Haken und großer Schnittköder. Und dann auf 2,50 Meter Tiefe. Dann gehen wir hier auf die Karte. Dann nehmen wir hier oben diese Plattform. Da gehen wir dann hin. Und dann haben wir ja hier das Boot stehen. Und dann schmeißt man einfach so, ja, quasi am Ende, Richtung Ende des Bootes. Das war jetzt ein bisschen weit. Und dann so zwischen 10 und 7 Meter. Ich angel meistens so auf 8. Und dann gucken wir mal, was sich tut. Ja, Beißzeiten sind bei Sonne von 18 bis 21 Uhr für den Einzigartigen. Und bei Wolke auch von 18 bis 21 Uhr. Und bei Mischwetter von 3 Uhr, also von 15 Uhr bis 16 Uhr. Da haben wir auch schon den ersten Biss. Beißen tun die hier ganz gut. Auch die einzigartigen, also zwei Stück in der Stunde kann man eigentlich locker fangen. Der möchte aber nicht. Dann kann man das ruhig so weiter treiben lassen. Also das ist alles kein Problem. Die beißen ja eigentlich so fast auf der Seite komplett überall. Na komm schon. Ja, am Dienstag startet ja das Event vom St. Patrick's Day. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Dann werden ja die, werden drei Seen in grüner Farbe quasi das Wasser gefärbt. Und dann gibt es ja da ja, besondere Fische drin. Da bekommt man dann Baitcoins für. Und halt das, was ich im letzten Video schon gesagt hatte mit den Töpfen, dass man die dann rundrum um den See finden kann. Aber da werden wir auf jeden Fall ein Video zu machen oder sogar ein Livestream. Mal gucken. Irgendwie haben die Fische gerade keine Lust. Eigentlich sehr selten hier. Hier sind ja auch so ein bisschen Wasseranzeichen, im Wasseranzeichen dafür, dass da Fisch ist, da wo die Blasen immer aufsteigen.
Aber er lässt sich heute viel Zeit. Hier ist ja so ein bisschen Strömung. Darum, der treibt dann immer quasi Richtung Ausgang von der Bucht. Man muss dann immer gucken, dass die Schnur nicht so einen großen Bogen macht, dass man den noch vernünftig angeschlagen bekommt. Da haben wir wieder einen Biss. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch haken. Aber ich glaube, er hat schon wieder die Lust verloren. Ja, scheint nicht mehr da zu sein. Ah, doch, da ist er noch. Er zieht nicht ab. Aber jetzt wird es schon intensiver. Und da hängt er auch. Haben wir unseren ersten. Das könnte sogar schon unser Unique sein. Ja, ich glaube schon. Ganz so viel Kraft haben die nicht. Aber man kann sie aber gut auf jeden Fall angeln. Kommt da aber jetzt langsam. Ah ne, das war nur ein Trophy sogar. Aber 20 Kilo. Er bringt 2137 Credits und fast 500 XP. Also kann man auch eigentlich ganz gut mit Geld verdienen. Dann probieren wir noch mal. Schon wieder, glaube ich, was. Also ich weiß noch nicht, habe ich noch nicht so getestet, ob man die Trophies denn jetzt, weil jetzt einzigartige dabei sind, auch den ganzen Tag überfangen kann. Also die normalen kann man eigentlich immer fangen zu den Beißzeiten. Ja, das war jetzt zu früh. Aber doch einer. Da war ich wieder nicht geduldig genug.
Da haben wir schon den nächsten Biss. So, mal warten, bis er abzieht. Jetzt will er nicht mehr. War wahrscheinlich nur ein kleiner. Ah, ne, da ist er noch. Da zieht er auch ab. Sehr gut. Da ist aber auch nur ein kleiner. 7 Kilo. War mal wieder was weit geworfen. Lass mal auf 9 Meter liegen. Jetzt könnte mal langsam der Unique beißen. Also ich habe schon ein bisschen hier getestet und eigentlich beißen die ganz gut. Man kann den auch noch mit Krebs angeln oder großer L-Ritze. Aber Schnittköder fand ich bis jetzt immer am besten als Köder. Für die großen Exemplare auf jeden Fall. Ich denke mal, auf Shiner wird er auch gehen. Da haben wir den nächsten. Das ist aber auch kein großer, glaube ich. Ah doch, ist sogar ein einzigartiger. Ach so, habt ihr gesehen, der zieht aber nicht ab. Also den konnte ich gerade so reinziehen. Da ist noch nicht mal die Bremse gegangen. Ist ganz kurios, die Trophys haben mehr Kraft als die einzigartigen und der hat sogar 35 Kilo. Der bringt 3685 Credits und 990 XP. Ja gut, dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und wenn ihr keins mehr verpassen wollt, ein Abo. Tschüss, bis zum nächsten Video.